Hallo Leute, willkommen zu Mr. Angezeigt Spiel WWE Supercard. Weiter geht's. Ich weiß, also ich habe jetzt gerade eine neue Aufnahmemethode, darum leckt mein Headset ein bisschen, aber ich wollte das hier. Warte mal, kriege ich das beide wieder so cool leuchten? So, Spiel Supercard. Ah, da kriegt ihr Angst. Also, nächstes Mal flimmert mein Headset auch nicht, aber ich wollte das hier. Die roten Augen haben so Spiel Supercard. So, nein, aber jetzt mal wirklich zum Supercard spielen. Juhu, die 5-Tages-Belohnung. Daily-Belohnung haben wir uns, glaube ich, noch gar nicht. Oh, Undertaker kann ich dann prohen. Triple H, sehr nice Karte. Und ein Brock, auch richtig cool. die epische Karte ist jetzt dabei, weil gemunkelt wird. Ich würde gern, dass immer durchweg im Video die Augen rot leuchten. Bei gemunkelt wird, dass gegen Ende des Monats, nämlich am Tag 28, mit diesem Event die Survivor-Karten wieder in die Runden kommen. Und darum gibt es halt hier eine Stufe höher. Das heißt, hier ist jetzt RTG. Cool, Donnerstag, Freitag habe ich Urlaub. Muss mich zwar ein bisschen um die Alte kümmern. Einen Tag fahren wir da ein bisschen weg, aber das heißt, RTG wird für mich cool, weil halt Urlaub. Also, RTG, Ring Domination, PC, oh, dann passt mein Plan nicht. RTG, Ring Domination, PCC, Ring Domination. Gut, aber irgendwann Ende diesen Monats oder Anfang nächsten Monats soll die Survivor-Stufe kommen. Wird gemunkelt in den Foren und naja. Ob ich es cool finde? Ja, finde ich, aber ich bin halt noch episch oder erstmal ganz frisch episch. Für die, die mein Deck noch nicht gesehen haben, das ist momentan mein Spieldeck und glaube ich auch gleichzeitig mein bestmögliches Deck. Ja, Kofi Kingston könnte ich gegen John Cena austauschen, aber dann habe ich halt kein Tag-Team, also hier die beiden connecten ja. Und, tja, sonst auch Diva könnte ich eine bessere reinpacken. Aber auch hier sag ich, Tag Team ist mir wichtiger wie ein paar Punkte, weil mein nächste wäre die Page ultra selten. Genau. Wenn ich die irgendwann als Pro kriegen würde. Ah, warte mal, ich kann. Ah, King of the Ring bin ich ja leider im Viertelfinale rausgeflogen, darum, gab es eine besonders seltene Belohnung, die war aber nichts Aufregendes. Ja, hier prohen kann ich da wieder einiges, wenn mal trainiert wird. Wenn ich gerade hier bin, kann man die wegmachen. Aber ich habe schon sehr viel von den besonders seltenen Karten trainiert. Ich muss gucken, wie viel für die RTG, was da alles in mein Deck ist. Das können wir einmal zusammen machen. Lasst uns erstmal die Diven angucken. Also 1, 2, 3, 4 Diven sind in meinem Deck. Und das finde ich eigentlich ganz solide. Hier die Naomi US Pro natürlich dick vorne dran. Page und zwei Selten Pros. Die auch, ja. Also mindestens mal die connecten, auch mit der Naomi würde hier die Nikki connecten, nur die Page springt da ein bisschen raus. Das heißt, hier könnte ich die Eve vertrainieren, dann habe ich noch Page, halt besonders selten, Page Pro. Tja, die würde natürlich noch, oh, hier haben wir sogar noch einen Token übrig, die würde halt sogar noch in mein RTG-Deck kommen, wenn ich die bereit kriege. Da müssen wir mal schauen. Und hier. Cameron. Okay. Nee, raus wollte ich nicht. Dann gucken wir mal die normalen Karten an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wie viel brauchen wir? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Also, bis dahin kommen wir, aber auch da sind natürlich noch ein paar besonders seltene. Ah, den Booker T. Weißt du was? Da stecken wir doch die Eve rein.
Das machen wir. Selten. Diva. Ah, sie ist geschützt. Wo ist sie? Eve kann weg. Jetzt müssen wir also momentan hier das, die Sortierfunktion ist echt kacke. Oh, ich erkenne einen Nachteil an meiner neuen Aufnahme. Ich sehe gar nicht, wie viel Zeit ich verbraucht habe. Aber okay. Kriegen wir. Eve kann weg. Oh, Stardust und Naomi sollte ich mal schützen. So, aber sie kann weg. Damit ist er Level 18. Ich hätte eigentlich gedacht, damit wird er easy Level 20. Aber die können auch alle weg. Trainieren, haben wir noch was? Ja, noch ein bisschen Futter. Und dann habe ich natürlich noch viele antrainierte, besonders seltene, die einfach weg können. So, und hier mal gucken, wie viele wir haben. Ob es langt für. Nein, das wird nicht lang. Doch, Level 20, sehr schön. Vier Tokens können wir raushauen. Ich mag ausgeglichen, also 81. Machen wir das so. Token bestätigen. Somit ist er ins RTG-Deck 1, 2, 3. Ne, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, oh, guck mal, der ist gleich hier hingerutscht, muss auch noch veredelt werden. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ich glaube, ich habe mich verzählt, aber okay. Und ich, wie gesagt, noch ein paar besonders seltene, die wir kombinieren können. 1, 2, 3. Puh, Rusev werde ich gar nicht mehr brauchen. Weil. Ja, weil halt. So, aber jetzt habe ich schon wieder so lange geredet. Jetzt zeige ich euch nochmal meine roten Augen. Ja, und jetzt würde ich sagen, geht's mal ein bisschen Exhibition, dass wir mal gucken, wie unser Deck funktioniert. Oh, hier ist eine epische Nikki. Clan Lance 5. Gucken wir mal gegen den Jungen, was uns da erwartet. So. John Cena. Tag Team. Tag Team machen wir die zwei. Denke ich, bin ich gut dabei. Trotz neuem Schwung werde ich das gewinnen, weil wir connecten die nicht. Genau darum habe ich nämlich John Cena nicht drinne, weil das sonst auch passieren wird. Härte Tempo, legen wir Boost drauf und darf Shawn Michaels ran. Aber auch ohne Boost hätte er das gewonnen. Und ihr seht schon, so soll's sein. Diva Charisma, da kann die Naomi, oh guck mal, kann die Naomi machen, ne? Also 3-0 erste Runde, das so soll's sein, das läuft, ich hoffe, dass es auch weiter so läuft und dass wir vielleicht noch mal was Nettes ziehen. Oh, wir haben auch bald Board Reset, dann würde ich sagen, spielen wir bis Board Reset und ich habe ja eh so lang gequatscht. Liquid, gucken wir mal, was der flüssige Liquid meint. Ich muss gucken, wo sie rot werden, so. Ja, so ist geil. So. Ich finde meine roten Augen richtig klasse. Was ist das? Er hat viel auf Charisma gehauen, darum, das ist meine. Juhu. Tag Team, Kraft, Charisma, Boost und die zwei und dann. Oh, gut, dass sie nicht connecten, sonst hätten wir das verloren. So gewinnen wir, kann er machen, was er will. Inkompatibel. Sehr schön auf die Matte geklatscht und nochmal Einzelhärte. Da darf Steve Austin noch ran. Ja, ich finde mein Deck gerade gut. Ich weiß aber echt gar nicht. Also klar, ich bräuchte noch eine Diva, die es besser macht. Aber. Was machen wir denn so?
Energiekarten sind aber auch gleich voll. Wirr und er. Will ich gegen Wirr und er spielen oder gegen Code Taylor? Keine Ahnung, wie er heißt. So. So, also wenn das so klappt hier mit meinem Hintergrund oder mit meiner neuen Aufnahme, dann ist das cool. Das ist uncool. Sie werden zwar nicht connecten, aber langt es 600. Es könnte gerade so langen. Ja, Klatsch auf die Matte. Gutes Team, Tiva, da mache ich mir gar keine Gedanken. Da schlägt mich hier so schnell keiner. Diva Charisma ist egal. Tja, er hat auch einmal Naomi. Und so. Hilly Billy Jim, okay. Ja, okay. Da jetzt schon Board Reset war, machen wir noch zwei, drei Ründchen. Und für nächstes Mal muss ich, denke ich, irgendwie mir einen Timer stellen oder so, dass ich weiß, wie lang das Video wird. Aber gut. Wie gesagt, neue. Ich probiere mal was Neues beim Aufnahme. Ja, wie ich die Aufnahme mache aus. Wollte mir ein bisschen Zeit sparen. Und Zeit heißt natürlich Zeit für Community und Spielen. Ein legendärer Rusev. Das. Auch wenn sie nicht connecten. Werden die gewinnen? Ja, deutlich sogar. Da kann ich nix. Mal gucken, wie weit ich bei der Ring Domination komme. Das ist ganz gut. Hier denke ich eigentlich genau, dass ich gewinnen werde. Und jetzt sehen wir, dass wir easy sogar gewinnen werden. Page, Page. Das könnte ich auch machen. Also vielleicht, um eine Page zu leveln, könnte ich noch ein bisschen sie spielen, dass ich sie pronen kann. Und hier, das gewinnen wir doch auch. Sehr gut, hat ihm sein legendärer Rusev von der PCC nichts gebracht, hat er aber fleißig gespielt. So. Noch eine Runde, komm. Da haben wir, ach ne, wir haben sie jetzt schon voll, trotzdem machen wir noch eine Runde. Shawn Michaels und Big E. Und ich will was Gutes ziehen. So, hier nehmen wir Alberto mit Daniel Bryan. Gab es den irgendwann mal als Eventkarte? Ich weiß es gar nicht. Alberto. Tempo, da darf Shawn Michaels ran. Dann haben wir den Cena. So, Einzelkraft, Tempo. Ich gehe jetzt davon aus, dass er den Daniel Bryan spielt, also spiele ich meinen Bray Wyatt, genau, macht er und das gewinnen wir dann auch. Und Einzeltempo, da ist es eigentlich schon wieder egal. Hier, ich glaube, Kofi ist noch nicht voll trainiert, aber er pumpt sich auf, wird trainiert, dann macht er auch hier Roman Reigns war es, glaube ich, platt. Und dann war es das für heute schon wieder. Tja, ihr könnt mir gerne mal schreiben. Och, schaut's euch an, Emma. Selten ist aber jetzt langsam lahm. Also, wenn ich immer sehe, was die anderen ziehen. Aber wobei, ich habe jetzt auch nur 2100 Spiele und es gibt welche, die jetzt schon bei 11.000, 12.000 sind hier bei uns aus der Community. Und darum, wenn die tagtäglich irgendwas Episches vom Board ziehen. Das hier finde ich eh echt klasse, zufällige Diva deiner derzeitigen Seltenheit. Also das finde ich echt gut, weil also bis ich bin jetzt hier 4000, ich muss noch doppelt so viel Spiele machen und dann kriege ich einen zufälligen Superstar deiner derzeitigen Seltenheit. Also ich hoffe, dass ich bis dahin legendär bin. Gucken wir mal. Es sind noch 1700 Spiele. Mal gucken, was die PCC uns bringt. Ich meine, ich bin erst Anfang episch. Aber, tja, da muss noch ein paar ultra seltene Pros, für ein paar epische Pros kommen. Und das wird mit Sicherheit mit der Spielen, mit dem, ach, mit Spielen kommen. Und jetzt verabschiede ich mich nochmal mit meinen roten Augen.
Ah ja, das sieht doof aus. So. Na, ist egal. Und ja, danke fürs Zuschauen. Die nächste Folge kommt am Donnerstag und Stream. Und da ich ja Donnerstag, Freitag jetzt Urlaub habe, wie gesagt, ich muss mich um die Dame des Hauses erstmal kümmern. Aber vielleicht können wir da spontan auch mal nochmal einen Stream machen. Darum sage ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Ich freue mich wie immer, einen Daumen hoch und macht's gut, Leute.